Und damit willkommen zu einer weiteren Runde Battlefield 2042. Wir spielen heute mal wieder Eroberung. Wir schicken euch nach Doha, Katar. Extreme Bedingungen haben auf der Karte Sanduhr. Evakuierung geführt. Russische Truppen versuchen, liegen gebliebene LKW zu bergen. Wir kennen die Ladung nicht, aber sie ist es wert, um das Gebiet zu sichern und eine russische Besetzung zu verhindern. Die Fallstärke ist unbekannt. Wir erwarten heftigen Widerstand. Gute Jagd. Jawohl, ich weiß gar nicht, ob wir Eroberung auf dieser Karte schon mal gespielt haben. Ah, schauen wir mal. Ah gut, wir haben uns hier direkt mal den Panzer geschnappt. Diesmal fahre ich auch selber. Weil ich rege mich, glaube ich, auch eindeutig zu oft darüber auf. Auch wenn es vermutlich zu Recht ist, wie die meisten Fahrzeugführer halt fahren. Weiß nicht, halten sich immer von den Zielen fern, fahren irgendwo rum, nur nicht da, wo die Ziele sind. Und deswegen dachte ich mir, fahre ich jetzt auch mal selber. So. Ach komm, ach Leute. Ja, super. Siehst du, und trotzdem kriegen wir nicht. Und trotzdem kriegen wir nicht die Eroberung. Komm. Großteil der Sektoren unter unserer Kontrolle. Sehr schön. So, weiter geht's zu Bravo. Sind wir mal zu. Genau, unser Beifahrer, der macht das schon. So, schauen wir mal. Bravo 1. Jawohl, wir kommen auch, wir kommen auch. Siehst du wohl. So. Der andere, der fährt uns auch direkt mal rein. Na komm, jetzt fahr auch. Na, da haben wir, glaube ich, unseren eigenen Netz erwischt, oder? Da weiß ich jetzt nicht, von wem das Auto kam. So, aber auf jeden Fall sind hier Leute, die nicht zu uns gehören. Versorgungsabwurf ist jetzt abrufbar. So, wir fahren einfach mal weiter zu den nächsten Punkten. So, Alpha 1. Alpha 1 krallen wir uns auch direkt. Na. Ja. Jetzt habe ich die. Jawohl, der Rauch, der bringt uns vermutlich auch nicht so viel. Ja? Jetzt müssen wir gleich nur schauen, dass wir nicht wieder erwischt werden von irgendwelchen Raketen. Komm. Jawohl. So. Alpha 1 haben wir. Oh, wir hängen fest. Na komm, zurück. Und weiter geht's. Ich glaube, die anderen, die kriegen das hier schon hin. Ah. Komm, weg. Wo kommen die denn die ganze Zeit her, sag mal? Bremsen, die funktionieren auch nicht ganz so geil. So, jetzt gucken wir mal, wo müssen wir hin? Da hinten. So, machen wir uns hier mal weg, bevor hier die nächsten Raketen angeflogen kommen. Sektor Bravo gesichert. Sehr schön, das heißt Charlie und Echo brauchen wir jetzt noch. Komm. Warum schießt er auf... Ja, ich fahre ja schon. Ich hau ja schon ab. So. Jo, bergab findet der Panzer nicht so geil. So, dann geht's jetzt weiter, hä? Ach, guck mal, sogar Schadensassist gekriegt. Wenn wir ihn schon nicht ganz gekillt haben, dann wenigstens den Assist. So, komm. Ah. Ja, Kollege, du darfst ruhig wieder herkommen. Ja,
So, ich hau schon ab, ich hau schon ab. Ja, ich steig mal lieber aus. Wie auch immer der das jetzt überlebt hat, aber okay. Eigenbeschuss gilt wohl anscheinend selbst bei sowas nicht. Na gut, ein bisschen was haben wir zumindest erobert bekommen, das ist ja schon mal was. So, dann gucken wir doch mal. Dann steigen wir mal bei B wieder mit ein. Da hinten sind ja definitiv noch welche, zumindest waren da gerade welche. Ah. So, bloß weg hier. So, genau, erstmal heilen. Die Bravo scheint aber trotzdem niemand einnehmen zu wollen, zumindest für den Moment. Sie sind schwächer als am Anfang der Schlacht. Setzt ihnen weiter zu. Na komm, das gibt's doch nicht. Ach Mann, 12 HP hatte der noch. So, Alpha U. Alpha 2 verlieren wir gerade. Ja, gut, was willst du dazu sagen? Was willst du dazu sagen? Wenn du halt direkt nach dem Spawn verreckst, dann kannst du nicht viel machen. So, gut, dann probieren wir es halt nochmal. Aber jetzt müssen wir uns erstmal orientieren. Wo sind wir überhaupt? Das weiß ich tatsächlich nicht. Nach oben müssen wir, oder? Schauen wir mal, wo wir jetzt hier stecken. Sie greifen eines unserer Ziele an. Ja. Gehen wir halt noch einen hoch. Ah, Gott sei Dank. Wenigstens die beiden haben wir gekriegt. Wenigstens etwas. Na gut, bringt jetzt auch nicht so viel, wenn er die wiederbelebt. Ach, Mann. War gut, wenigstens die zwei Kills bekommen. Ist schon mal besser als nichts. Hoffen wir jetzt einfach mal, dass wir nicht gleich wieder über den Haufen geschossen werden. Ich bin nicht, krieg dich nicht. So, und weiter. Da ist einer. Und weiter hoch, weiter hoch. Ah, gut, den nochmal gekriegt. Nein, der andere kam eh von hinten, also von daher. Den hätten wir dann auch nicht mehr gekriegt, aber es sind ganz schön viele bei Alpha, hm? Wir müssen endlich Sektoren sichern. Wie schaut es da hinten bei Echo aus? Ah, Echo 2 läuft auch nicht so ganz richtig rund, oder? Schauen wir mal, wo ist denn das überhaupt? Da unten. Okay, das wird eingenommen, sehr schön. Ja, machen wir uns auch auf dem Weg nach unten, würde ich sagen. Wollte ich Echo 3 einverleiben? Ja, sollen wir das mal versuchen. Ich glaube, das sind genug von unseren Leuten, dass das bis auf weiteres verhindert werden kann. Und weg. So, die sind im Vorteil gerade. Nicht gut. Allerdings, bis wir zu Fuß da drüben sind, dauert es halt auch ewig. Wir sind davon, dass uns jetzt ein Panzer besuchen kommt. Ja, gehen wir mal hier lang. Ich dachte glatt, das wäre jetzt einer, der zu Fuß unterwegs ist, aber nee. Da hinten Alpha 1 wird jetzt auch oft eingenommen, von den anderen aber. Oh. Ja, wir ignorieren den jetzt einfach mal. Können da eh nicht viel machen.
So, genau. Erledigen die anderen, die das Equipment dafür haben. Wir haben Sektor Alpha eingenommen. Genau. Wenn wir sie nicht aufhalten, nehmen sie jeden Sektor ein. Ja, deswegen bin ich ja unterwegs, aber das dazu fußen wir leider ein bisschen. Na? Nochmal hier drüben. Nicht, dass er dann irgendwie versucht, von der anderen Seite zu kommen. Ist der noch da? Nein. Na gut, weiter. Ziel neutralisiert! Weiter, weiter, weiter. So. Nicht beeindrucken lassen. Genau, und einfach einnehmen, einfach einnehmen. Hoffen, dass die gegnerische Versteckung jetzt ein bisschen braucht, bis sie da ist. Jo, da sieht man die Schüsse langfliegen. So. Gleich haben wir es, gleich haben wir es. Jawohl. Auf mich hättest du noch warten können. Na. Mist. Das heißt, Charlie ist eigentlich auch fast wieder nackt, oder? Jetzt sind zwar da alle gefallen. Okay, der Wagen ist noch da, sehr gut. Unser Abstand ist auch relativ gut, würde ich sagen. Ich denke, das läuft. Gucken wir mal zu Delta mit. Die Russen haben Sektor Alpha. Ja, sollen wir den haben? Die Taumeln. Feindliche Streitkräfte bei halber Stärke. Alliierte nehmen Ziel Delta 1 so. Bin gerade am Nachladen! Na, da eben war gerade irgendwo einer. Da bist du. Okay. Kann man machen. Kann man machen. So, wie schaut's da aus? Können wir da irgendwie gespawnt werden? Nee. So, und bei Bravo werden wir, glaube ich, auch gleich Besuch bekommen, ne? Der Sturm kommt näher. Ah, Mist. Genau. Mach du da hinten mal. Na, Dreck. Dreck, 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 Dreck. Einfach weg. Bin jetzt nicht scharf auf dem Panzer. Schauen wir mal, was. Huch. Na komm. Na komm, rüber. Genau. Da ist noch einer. Jawohl, vorsichtig, komm. So. Sandsturm zieht langsam auf. So, nun schauen wir mal, wie es da oben sieht so ausschaut. Alles klar, der wird schon wieder Wo war der denn nach? Da hinten hing er irgendwo rum. Da kommt, belebt mich einer wieder. Du bist wie viel? 8 Meter, 5 Meter von mir entfernt. Na komm. Hallo? Oh Mann, na gut. Wie schaut score-technisch? Oh Mann, es wird eigentlich gar nicht mal so gut aus bei uns. Na gut, dann Alpha. Alles klar, und hier ist der Sturm gerade komplett im Gange.
Dann sind wir von den anderen natürlich wieder ewig weit weg. Also mal Alpha 3 müsste dann aber eh gleich hier drüben sein. Genau. Also auf geht's, auf geht's, auf geht's. Ein paar Sanitätsvorräte. Sponsern wir mal ein bisschen Gesundheit. Großteil der Sektoren unter unserer Kontrolle. Alpha 2 wird uns wieder weggenommen. So. Halt am Boden. Jawohl. Wir haben Ziel Alpha 3 übernommen. Und jetzt nur noch Alpha 1 und dann ist da auch schon mal wieder ein bisschen was gewonnen. Ach komm. Das Ding gerade. Ach komm, das gibt's doch nicht. Hat er da auf dem Boden gelegen? Gut, da geht's. Ja, probieren wir es nochmal bei Alpha, ne? Schauen wir mal, wo wir hier rauskommen. Ah, das ist die falsche Richtung. So, jetzt hoffen wir einfach mal, dass wir jetzt hier nicht irgendjemanden in die Arme laufen. Wir haben ja doch ein ganz schönes Stück vor uns. Ja, super. Danke dafür. So, das heißt, wir warten jetzt mal an Alpha 2. Der wird dann ja mit Sicherheit gleich versuchen, hierher zu kommen. Da hoffen wir jetzt einfach mal, dass wir hier am richtigen stehen. Das nämlich nicht. Ja, das wird er jetzt wieder sein. Na komm. Okay. Mit den ersten zumindest. Weg mit dir. Ach Mann. Das weiß ich jetzt nicht, wie viel der noch hatte. Wir haben den auf jeden Fall ziemlich runtergeschossen. Na komm. Alpha 3 geben wir jetzt nicht mal eben so auf. Wir probieren es weiter. Ziel verloren. Wir müssen es uns zurückholen. Ach. Weil wir sind auch komplett alleine da, ne? Also. Gut. Halten wir uns lieber an die anderen, bevor wir uns hier den Score noch komplett vermiesen. Weil killtechnisch läuft es halt auch nicht besonders überragend, muss man sagen. So. Bravo verlieren wir gerade auch. So. Auf uns wird gerade schon wieder geschossen von irgendwo, ich weiß nur nicht von wo. Ich weiß nicht, ob du das warst. Oder irgendwer anders. Da oben war gerade schon wieder einer von denen. Ja, ich hab's schon gehört. Der hat die da wiederbelebt. Na, Mist. Waffenwechsel war zu langsam. Ja, gut. Ein paar haben wir jetzt wenigstens nochmal gekriegt. Schon mal etwas. So, dann schauen wir direkt nochmal zu den Jungs hier. Ja, gut. Lassen wir es gleich wieder. Na, schauen wir mal, ob er noch länger lebt oder lange genug lebt. Ne, tut er nicht. Gut, dann versuchen wir mal Delta zu halten. So. Nein, ach. Ja. Schön, ich meine, wir werden das Ding höchstwahrscheinlich auch gewinnen, wenn wir jetzt nicht nochmal komplett ablosen, aber es ärgert mich gerade trotzdem. Wir greifen eines unserer Ziele an. Oh.
Ja, ich mach mich schon weg, ich mach mich schon weg. Ich gehe jetzt mal eben lieber. So. Gucken wir mal, wen wir hier noch so haben. Sind die immer noch da? Ne, die sind schon weg. Gut. Das heißt, okay, da hinten hat wieder einer. Na, wo steckst du jetzt, hä? Da sehe ich gar nichts auf die Weise. Komm, komm, komm. Ach, oh Gott sei Dank, den einen haben wir noch gekriegt. Den einen haben wir noch gekriegt. Wenigstens etwas. Jawohl. Spawnen wir auch hier wieder mit. Okay, aber ich denke, hier läuft's. Schauen wir mal, was haben wir hier? Okay. Wir kontrollieren den Großteil der Sektoren. Ja, und da bommelt einer. So, dass wir jetzt auch mal ein bisschen geschützter sind wieder. Und mit dem Panzer war es ja am Anfang eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ist das jetzt einer von uns oder nicht? Eigentlich nicht, ja? Natürlich keiner von uns. Aber wirklich Schaden zufügen tun wir ihm halt auch nicht, wenn wir auf ihn schießen. So, und wir haben das bisschen das Gefühl, dass wir uns jetzt mal wieder genau den Panzer ausgesucht haben. Die Russen greifen eines unserer Ziele an. Der sich nicht bewegt. Okay, das MG bringt gegen den auch wieder gar nichts. Na, wo steckst du? Da. Das gibt's doch nicht. So, von mir aus können wir da jetzt auch kurz näher ranfahren. So, ich wollte gerade sagen, könnte mir noch nicht erzählen. Könnte mir nicht erzählen, dass dieser kleine Schild das alles aushält. So, einen haben wir noch. Einen haben wir hier noch, die Frage ist nur wo. Behaltet die Ziele unter Kontrolle. Wir schaffen es. Naja, machen wir schon. Na gut, nur ist er weg. Dann können wir von mir aus jetzt auch mal woanders hinfahren. Lieber Panzerfahrer, aber das möchte er anscheinend wieder nicht. So. Okay, die Runde ist eh gewonnen. Jawohl. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Insgesamt 20 Kills, 10 Assists, 16 Mal sind wir gestorben, 3 Wiederbelebungen, 7 Eroberungen. Naja, gut. War jetzt nicht so die Mörderrunde, muss man sagen, aber es geht schon. Hauptsache, wir haben gewonnen. Das ist schon mal das Wichtigste, sag ich mal. Ja, da sind wir heute wieder durch. 18 Sturmgewehr-Kills, ja. Genau, sind wir heute wieder durch. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Runde wieder. Bis dann.